So, im heutigen Video möchte ich dir mal diese Seetafel vorstellen. Das ist einer der häufigsten Fragen von euch, wie man mit dieser wunderbaren Seetafel hier seine Sehkraft verbessern kann. Alle Seetafeln, die ich dir heute zeige, findest du auch unterhalb des Videos zum kostenlosen Download. Also da kannst du dir die Seetafeln sichern und dann kannst du diese Übung gemeinsam mit mir mitmachen. Ja? Und das ist tatsächlich eine sehr, sehr beliebte Seetafel. Die meisten von euch haben einfach Interesse an dieser Seetafel. Deswegen habe ich mich dazu entschlossen, einfach mal heute ein Video zu dieser Seetafel zu machen. Ganz kurz vorab, damit du verstehst, was das überhaupt für eine Seetafel ist. Das ist ein sogenanntes tibetisches Rad. Ja? Und dieses tibetische Rad nutzt man, um in absoluten Grenzbereichen von seinen Augenbewegungen zu gehen. Ja? Ich kann das ja mit meinem Daumen immer machen, aber dadurch, dass ich theoretisch hier aufhören kann und nicht bis zum Maximum Äußersten gehen kann, geht sozusagen immer noch ein kleiner Prozentsatz verloren an Trainingseffizienz. Und diese wunderbare Seetafel hier, wie man auch schon sieht, hat hier verschiedene Punkte, die wir mit unseren Augen fokussieren können. Ich mache diese Übung gleich auch gemeinsam nochmal vor. Hier in der Mitte haben wir den Punkt, wo wir unsere Nase quasi fokussieren und dann gehen wir hier über diese einzelnen Stufen nach oben bis zum Punkt, ja, bleiben dort immer und gehen dann wieder zur Ausgangsposition zurück, ja. So zum groben Ablauf. Wenn du eine Hornhautverkrümmung hast, dann blende ich jetzt mal kurz ein. Diese Sehtafel hier ist der Astigmatismus-Test. Da siehst du, ob du eine Sehschwäche hast in Form von einer Hornhautverkrümmung, ja, weil dann würdest du dort entweder einzelne dickere Striche sehen oder diese Kreise, die ich dir zusätzlich noch einblende, kannst du auch nochmal sehen, ob sich da ein Kreis besonders unterscheidet von den anderen. Kannst auch dazu gerne mal den Kopf so ein bisschen neigen, ob dieser Strich sich verändert oder auch ob der Kreis sich ändert, der plötzlich deutlich schärfer und anders einfach aussieht. Ja, weil wenn das der Fall ist, dann hast du eine Hornhautverkrümmung und dann kannst du mit dieser Seetafel heute deine Sehschwäche verbessern. Bevor wir diese Seetafel jetzt aber nutzen, müssen wir zunächst immer erstmal beginnen, unsere Augen auch wirklich erstmal zu lockern. Das machen wir, indem wir einfach unsere Augen kurz mal ein bisschen bewegen. Also du kannst wirklich mal kreisende Bewegungen machen. Dazu kannst du auch gerne deinen Daumen nutzen, um einfach noch einen kleinen Fokussierpunkt zu haben. Ja? Und das kannst du mal einfach mal zwei, drei Mal im Kreis machen. Auch gerne noch mal in die andere Richtung. Ja? Und schon weißt du, dass du in jedem Bereich dich schon mal bisschen frei gemacht hast. Nachdem wir unsere Augenmuskeln nun gelockert haben, ist es jetzt nochmal sinnvoll, auch die Augen zu entspannen. Das machst du, indem du einfach deine Augen schließt oder auch palmierst. Dazu kannst du deine Hände aneinander reiben und auf deine geschlossenen Augen legen, sodass sie sich einfach nochmal zusätzlich entspannen. Wenn du merkst, dass jetzt gar kein Druck mehr in den Augen ist, keine Verspannung mehr existiert, dann nehmen wir uns jetzt das tibetische Rad, ja, und wie ich schon gesagt habe, im absoluten Nahbereich. Ich hoffe, ich kriege das jetzt einigermaßen hin, dass du verstehst, wie ich das mache. Und zwar meine Nase kommt jetzt hier auf den mittleren weißen Punkt. Also ich versuche wirklich meine Augen hier in dem Bereich zu halten und hier kommt meine Nase hin. Ich mache es dir einmal vor, es geht wirklich in diesen absoluten Nahbereich und jetzt wandere ich mit meinen Augen über diese einzelnen Stufen bis ganz nach oben. Ja? Wenn ich in diesen Positionen angekommen bin, halte ich das kurz und gehe dann langsam wieder zurück und du atmest ein, gehst nach oben, hältst die Position, atmest aus. Das entspannt deine Augen beim Ausatmen, so strengst du sie an. So entspannst du sie und so kannst du theoretisch jedem Bereich einmal abgehen, ja, dass du wirklich in jedem Bereich einmal diese Übung gemacht hast. Wenn du das geschafft hast, dann schon mal Chapeau, weil die wenigsten schaffen das tatsächlich beim ersten Mal. Die meisten hören meistens beim zweiten oder beim dritten, steigen die dann tatsächlich aus, weil einfach diese Übung wirklich, wirklich sehr, sehr intensiv ist. Der nächste Schritt wird sein, wenn du das einmal geschafft hast, dass du dann wieder die Ausgangsposition, also wieder ganz nah rangehst und dann von hier oben einmal über die Kreise gehst, also wirklich gar nicht mehr in die Ausgangsposition zur Mitte zurück, sondern einfach von den einzelnen Punkten immer zwei, drei Sekunden halten und dann gehst du über die Kreisform immer weiter. Und das kannst du auch machen, bis du wieder hier oben angekommen bist, auch wieder dann immer schon ans Atmen auch denken, ja, einatmen, ausatmen, immer ein paar Sekunden halten, bis du es einmal geschafft hast, theoretisch dann nochmal in die andere Richtung und wenn du das alles in diesen drei Schritten geschafft hast, ja, dann kannst du gerne nochmal den Astigmatismus-Test nehmen, blende ich dich jetzt auch nochmal ein. Dann kannst du es nochmal überprüfen, ob dort die Striche weniger oder sogar komplett verschwunden sind. Ja? Wenn du das jetzt auch regelmäßig machst, wirst du ganz schnell merken, dass am Anfang natürlich diese Herausforderung, das Ganze mit einmal zu machen, sehr, sehr hoch ist. Wirst du wahrscheinlich nicht schaffen. Die meisten steigen tatsächlich nach der zweiten oder der dritten Säule einfach aus, aber
Das ist nichts Schlechtes tatsächlich, sondern wir brauchen einfach gewisse Energie. Das ist so, wie wenn du jetzt plötzlich einen Marathon laufen möchtest, du fängst ja nicht sofort an, 10 Kilometer zu laufen, sondern du fängst an, vielleicht 100 Meter, dann Kilometer und steigerst dich so Stück für Stück und so ist es mit unseren Augen auch. Und nach 3, 4, 5 Tagen wirst du dann schon merken, dass du eine grundbessere Augenfitness hast, dass du einfach schon merkst, dass du viel mehr am Rand gucken kannst, ja, dass du viel fitter bist, ja, und dass deine Augen auch nicht mehr so schnell anfällig sind für Belastungen, dass du einfach eine höhere Mobilität hast, egal in welchem Alter das ist, kannst du diese Übung gerne mal machen. Nimm dir, wie gesagt, auch Zeit. Versuch da auch nicht zu viel zu erzwingen, ja, denn wichtig ist einfach, du machst es für dich und mach das auch wirklich dann in deinem Tempo. Und wenn du dafür eine Woche brauchst, um das komplette tibetische Rad einmal zu erarbeiten, dann ist das auch für dich völlig in Ordnung, ja. Und wie gesagt, mach das ruhig über einen gewissen Zeitraum, bis zu 4 Wochen, dann sollte deine Hornhautverkrümmung auch wirklich vollständig weg sein. Dazu, wie gesagt, kannst du einen Astigmatismus-Test nehmen. Auch, wie gesagt, den Test findest du in unseren kostenlosen Sehtafeln zum Download. Wenn dir das Video gefallen hat, würde mich sehr freuen über einen Daumen nach oben. Abonniere auch gerne den Kanal, wenn es dir gefallen hat. Denk dran, dass du unterhalb des Videos dir noch deine Sehtafeln sicherst. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.